Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück zu Elden Ring. So, wir haben hier im letzten Part die... Wie heißen die? Black Blade Katakomben oder was? Abgeschlossen. War gar nicht so einfach. Wow. Wie auch immer das durch den durchgegangen ist vorher. So. Erledigt. Okay, what's next? Hier oben könnte man vielleicht da hinten aufräumen gehen. Wobei, nee, vergiss es. Egal. Nicht so notwendig jetzt. Das Ganze ist Mount Gelmir. Ach ja, da gibt's hier gibt's noch andere Katakomben, die wir gleich mal besuchen können, weil wir damit Oleg verstärken können sollten. Holy Order. Da ist schon ein Typ, der zeigt dann einfach nur darunter. So, da drinnen. Das ist ein Omen-Killer. Muss man ein bisschen vorsichtig sein. Da ist er. Autsch. Das hat ganz schön gesessen. Aber ansonsten wird hier nicht mehr viel drin sein. Naja, ein Parfümier ist auch noch dort. Das heißt, wenn du da reinrennst, kopflos, dann bufft er den auch noch. Ich will die scheiß Blume haben. Okay, ich krieg die Blume jetzt endlich. Schön, dass er da gestorben ist, nicht mein Problem. Aber wenn du da kopflos hineinläufst. Hey, das habe ich diese Truhe jemals schon entdeckt? Bin mir jetzt gerade gar nicht sicher. Große Blume. Ja, schön, ich will das eh nicht haben. So, für die brauchen wir Feuer. Das ist nicht, was ich wollte. Schnell sein bei der.
gleich mal zwei Parfümflaschen hier gefunden. Talisman, komplett unnötig. Aber können wir jetzt solche craften? Ja, können wir. Verteilt Funken in einem großen Bereich oder stärkt Angriffskraft eines Verbündeten und reduziert einmalig Schaden. Verbraucht. Oh, Gift. Können wir Giftnebel versprühen. So, aber deswegen sind wir ja gar nicht hier. Wir sind hier, weil wir da runter wollen. Aber vorher gehen wir noch darauf. Da unten sind Katakomben, nämlich. Da oben ist ein Parfümeur. Hier sind ein Haufen blöde Blumen. Aber Miklas Lilie gibt's hier. Und wir können gar nichts herstellen. Immer noch wegen die blöden Blumen oder was? Trifft sie halt auch so schlecht. Gut, aber die Lilien sollten jetzt alle haben. Gibt es hier hinten eigentlich noch irgendwas anderes? Hab ich auch noch nie nachgeschaut. Aber scheinbar ist hier nichts, wobei hier eigentlich ein Ort wäre, um irgendwas zu platzieren. Aber gut. So ist es an. Zwei Steinschwertschlüssel, um das Ding überhaupt zu aktivieren. Ganz schön teuer. Vor allem, wenn man bedenkt, das bringt wahrscheinlich gar nicht mal so viel. Ich weiß nicht, was da drin gibt jetzt. Außer irgendwelche Geistlilien Stufe 5 auf jeden Fall. Oder sollte es hier geben, das ist der Grund, warum wir eigentlich da sind. Oh, und Level Up können wir auch haben. Level Up können wir sich gleich nehmen. Nur zweimal, das muss glaube ich genügen. Oder? Es fehlen glaube ich knapp 4000 auf jeden Fall. Dann können wir das auf jeden Fall auch noch nehmen. So, jetzt fehlen uns noch 1100. Dann die hier. Tja, damit sind es nur noch 9 Punkte, oder? Die uns fehlen. Also 9 Level in Intelligence, genau. Oh Junge.
Was ist das dort? Ich erkenne es nicht wirklich. Und ich treffe es auch nicht. Oh, die sind das. Na toll. Missbegotten. Und deswegen sind da so viele gestorben, weil sie zu dem hingerannt sind und dann der andere von hinten gekommen ist. Oh Junge. Strong Boy. Strong Boy mit großer Reichweite. Und noch einer. Der das auch anders macht gleich. Oh Junge, ich hoffe, das sind nicht... Nee, das sind sicher nicht die, die ich im Sinn habe. Hier gibt es nämlich noch Katakomben mit ein paar Omen. Hier durch, rennst von den einen weg, damit du dann in den anderen hineinläufst. Man sieht dich, weißt du das? Runterjumpen oder was? Es sind auch schon ein paar gestorben. Blöde Hunde. Da unten liegen einige, die tot sind, aber auch einige, die schlafen. Das ist von da oben ganz schwer zu erkennen. Gesehen haben. Woran sind die hier alle gestorben? Ich sehe hier nichts. Und das ist natürlich dann noch unheimlicher. Ja? Wir müssen halt hier runter, um überhaupt zum Boss zu kommen, um die Boss-Tür zu öffnen. So, die leben nicht alle dann. Zu springen, das setzt man sich ziemlich in die Nesseln, wenn man nicht weiß, wie viele da unten leben.
Ah, da war die 5er-Lilie, die wir so brauchen. Und jetzt kommen wir hier nach oben. Ja, da drüben ist ein Omen. Da drüben ist ein Omen, der dann einfach runterjumpt. Versuchen wir es einfach mit Gift. Jetzt war ich mir nicht sicher, ob sich der wieder da herstellt oder ob der zu uns kommt. Ich hasse Omen. Können wir den treffen? Ja. Yes, er ist vergiftet. Ziel erreicht, er ist vergiftet. Oh, jetzt rennt er uns halt hinterher und wir können halt auch nicht flüchten. Ja, aber doch, es gibt einen Fluchtweg nach unten. Das ist nur die Frage, in welche Richtung wir da müssten. Ich glaube, die hier. Ja, da kommt das natürlich hinterher. Ist nicht happy, dass er vergiftet ist, scheinbar. Puh, dass da eine Ecke war, habe ich es nicht gesehen. Okay, jetzt lässt er nach. Haha, nicht herunterfallen. Ich weiß nicht, können wir eh überall zurück? Ich hoffe. Nicht, dass wir irgendwo anstehen, das wäre dann blöd. Wichtig ist, dass es vergiftet ist. Ja, das hat ihn nicht allzu viel gemacht. Lassen. Trifft denn das überhaupt? Gut ausgewichen, Kollege. Ah, okay, das hat ihn aber schon getroffen. Er ist wieder vergiftet. Lang hält er ihn nicht mehr durch. Okay, das hat gut Damage gemacht. Alter, ohne die einfach einen Omen dorthin. So, und so wie wir jetzt sind, müssen wir halt auch zum Boss, weil der auch dort ist. Und der Part ist aber auch zu Ende, das müssen wir im nächsten Part machen. Ich habe auch keine Ahnung, was uns da drin erwarten wird. Mana ist zum Glück voll. Mal sehen, was uns dort erwartet. Hä? Hier bleiben. Parieren versuchen. Okay. Jo, wollen doch mal sehen. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao.